Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma Westwood Performance. Und zwar geht es heute mit unserem BMW-Diff in der Limo weiter. Jetzt müssen wir erstmal allerdings was aufklären. Wir haben leider einen Fehler gemacht. Einen kleinen. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe wirklich im Vorfeld noch nachgefragt, weil mir das Problem bekannt war. Wir haben leider nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise zu voreilig reagiert. Ein bisschen. Und es haben einige in den Kommentaren natürlich recht gehabt, das BMW-Diff dreht später in die falsche Richtung. Das heißt, wir hätten das Ganze zusammengebaut und die Vorderräder hätten sich gegen die Hinterräder gedreht. Wäre wahrscheinlich extremst witzig geworden bei der ersten Probefahrt, stimmt, weil das Ding wäre einfach von der Bühne gar nicht runtergefahren. So, das Ganze liegt einfach daran, dass bei diesem Diff, bei dem BMW-Diff, der Triebsatz von der anderen Seite, wie sagt man, betätigt wird. Ich wollte gerade angeströmt sagen, aber wird er nicht angeströmt? Betätigt wird, ja. So, das heißt, wenn er hier reinguckt, seht er, dass die Kardanwelle auf der rechten Seite vom Diff sitzt und bei dem Original-Diff, das haben halt einige erkannt in dem Video, sitzt es auf der anderen Seite. So, das heißt, wenn wir dieses Diff hätten nehmen wollen, hätten wir es auf den Kopf drehen können. Genau, oder hätten halt die Eingangsrichtung drehen müssen, quasi am Getriebe drehen, was aber noch viel aufwendiger ist. Das wäre der Tod wahrscheinlich so. Wahrscheinlich. Das heißt, wir hätten jetzt natürlich das Gehäuse auf den Kopf stellen können. Schon wäre theoretisch die Drehrichtung wieder die richtige gewesen, aber das ist natürlich in Sachen Ölversorgung, das, Konstruktion und das alles Hauptproblem weitere. Das ist auch einfach, dass die Kardanwelle dann halt nach oben wandert, weil das wird ja so gemacht, nicht nur, dass das von der einen Seite ist, sondern das greift nicht irgendwo mittig rein, sondern das greift halt irgendwo hier unten rein. Ne? Mhm. Und wenn ich das jetzt drehe, ist das ja dann hier oben und die Kardanwelle sitzt halt irgendwo im Tunnel. Deswegen hätten wir drehen müssen, beziehungsweise wird's halt, rutscht alles ziemlich weit unter das Auto. Plus, theoretisch fährt das Diff dann dauerhaft rückwärts. Ja. So, und der Triebsatz ist eigentlich hier von den Flanken her. Der hat eine vordere Rückseite. Genau, der hat eine vordere Rückseite, wie ihr hier seht. Hier und hier. Und wir würden da die ganze Zeit falsch rumfahren. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, okay, das heißt, alles, was wir in dem Moment gemacht haben, das heißt auch an der Stelle nochmal vielen Dank an Steven, der hat nämlich ganz umsonst hinten sein Diff ausgebaut, weil das Ganze müssen wir jetzt nämlich nochmal neu machen, weil es so gerne aus. Nicht funktionieren wird. Das Coole ist, jetzt kommt die Firma Animal Racing ins Spiel. Daniel? Ja. Schön, dass du hier bist. Danke. Wie du? Du bist ja auch absolutes Neuland bei uns auf dem Channel, deswegen musst du dich einmal kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen. Was ihr eigentlich macht, wie lange ihr das schon macht, warum ihr das macht. Ja, also Firma Animal Racing ist eigentlich bekannt geworden durch die E36-Konsole. Wir sind quasi Hersteller für Sitzkonsolen, also für Motorsportfahrzeuge oder sonstige. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir jetzt theoretisch auch die perfekte Sitzposition für ja, bestimmte Menschen anpassen können. Ja, wenn du jetzt große Statur bist oder sonst was, dann können wir halt über einen Scan oder dreidimensionale Herstellungsverfahren quasi die perfekte Konsole anpassen. Und das ist jetzt so ein Bonbon, der dazugekommen ist. So ist man dann von der Sitzkonsole zu einem Diff gekommen. Genau. Was muss ich mir mit der Sitzkonsole vorstellen? Also wirklich für einen Schalensitz einfach nur eine individuell angepasste Sitzkonsole? Ja, die Verbindung zwischen Sitz- und Bodengruppe. Mhm. Genau. Und die aber auf eine spezielle Art und Weise. Du hast ein bisschen das Problem, E46 und E36, die Lenksäule steht nicht ganz gerade im Auto, sitzt irgendwie immer gefühlt schief in dem Auto. Und das hat er halt behoben. Und daher kennen wir beide uns auch eigentlich. Ja, ja. Das ist jetzt wieder eine Thematik, die... das kennt man halt nicht, wenn man jetzt nicht zufällig gerade E46 oder E36 Fahrer ist, ne? Weil ich habe damals hammerhart bei der alten Limo, die komplette Sitzkonsole hat mir der P-Motor Marcel aus Alu gebaut. Mhm. Weil die Original aus Stahl ist und natürlich tonnen schwer, das war wirklich viel. Das waren wirklich... Obwohl es eine originale Recaro Pole Position Konsole war, haben wir da, ich glaube, pro Sitz von 8 Kilo gesprochen oder so. Mhm. Und aus Alu dann dementsprechend 3 Kilo oder so. Ja, das macht natürlich viel aus. Ne? Natürlich viel, ja, viel drin zu holen. Der Clou an der Sitzkonsole ist also, durch, wie du das schon erklärt hast mit der Lenksäule, es gibt aber das andere Problem, ist halt, du kennst halt die ganzen L-Adapter in nur 90 Grad Winkel. Ja. Genau. Und beim E36 und E46 ist der Getriebetunnel halt angewinkelt. Mhm. Und da bist du halt mit einem 90-Grad-Winkel limitiert. Mhm. Und da haben wir einfach einen 2x45-Grad-Winkel reingekantet. Ah, okay, verstehe. Und dann sind wir über die Schwelle reingekommen und so zentral vors Lenkrad. Also mit euren Sitzkonsolen kann man den Sitz einfach in dem vorgegebenen Bauraum besser positionieren? Ja, okay, definitiv. So, jetzt um aufs Diff zurückzukommen, weil wir gehen da nicht noch weiter drauf ein, weil wir werden ja bei euch noch zu Besuch sein in der nächsten Folge auf jeden Fall, weil das, was wir jetzt machen, wird richtig krass. Ich finde extrem cool, dass das überhaupt geht.
Jetzt machen wir eigentlich das, was du von Anfang an machen wolltest. Weil das ist natürlich jetzt so mein Volltraum, muss man wirklich so sagen. Hätte ich niemals gedacht, dass das nochmal so funktioniert. Und zwar konstruieren wir jetzt einfach einen Diff aus dem Vollen. Um es mal so rum zu sagen. Das heißt, wir orientieren uns schon an dem BMW-Diff, weil wir weiterhin von Drecksal die Spelle nehmen wollen. Mhm. Problem ist, der Triebsatz ist natürlich dann auch nicht zu gebrauchen, weil er in die falsche Richtung drehen würde. Das heißt, der Triebsatz muss auch neu. Wir brauchen den grundsätzlich von den Abmaßen her sehr, sehr ähnlich, nur einmal gespiegelt. Mhm. Vorteil ist, Drexler stellt die ja her. Das heißt, mit denen können wir mal reden, dass wir da auf jeden Fall diesen Triebsatz herbekommen. Aber Thematik Gehäuse. So, das heißt, was habt ihr bisher gemacht? Ihr habt ja schon was Schönes mitgebracht hier. Ja, wir haben uns ja erstmal überlegt, wie lösen wir diese Problematik jetzt, die da entstanden ist. Und dann gab es eigentlich nur noch die Lösung, wir müssen ja, den Triebsatz drehen, dass der halt andersrum läuft und dafür muss aber der Bauraum auch genau gespiegelt sein. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt schon mal um die Innenkontur gekümmert und quasi die Innenkontur von dem BMW-Differential hat Daniel dann so konstruiert, dass wir das einmal spiegeln können. Also meine Idee war es, einfach BMW-Diff, wir versetzen den Triebling mal von links nach rechts und den Rest hat er dann netterweise schon vorbereitet und schon mal gedruckt. Ja, das klingt jetzt ziemlich, ich sag jetzt mal einfach gerade. Ja, so. Das hört sich auch nur einfach an. Ich vermute, ihr habt das Ganze gescannt? Korrekt, genau. Und dann kann man das einfach scannen und dann spiegeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, du konstruierst halt auf der Grundlage von dem Urmodell. Also das ist halt die Grundlage. Und wir brauchen halt über den Scan halt die Maßeinheiten von den Lagern. Mhm. Und dann wird quasi dieses sogenannte Reverse Engineering angewendet. Ja, das heißt, wir nehmen uns die ganzen Punkte und können darauf halt ein komplett neues Konstrukt designen. Mhm. Ja, also wir hatten halt quasi ein paar Vorgaben und das, was ich zu Daniel gesagt habe, was ich halt unbedingt haben will und er hat es dann eben entsprechend umgesetzt. Weil es ist ja wichtig, dass die Längen zwischen den Lagern einigermaßen gleich bleiben, für mich für die Vorspannung und dass ich halt auch den Abstand links und rechts habe für meine Seitendeckel, die wieder reinkommen, dass halt das alles einigermaßen passt. Ne? Das heißt, wir machen nicht alles komplett wirklich neu, sondern orientieren schon an den BMW-Diff, ändern nur die Sachen, die wir müssen. Genau, das ist grundsätzlich eigentlich nur der Triebling von links nach rechts versetzt und der Bauraum angepasst, weil wenn man das hier sieht, hier ist natürlich mehr Platz für das Tellerrad auf der Seite und das haben wir jetzt dann hier hin, also mussten wir die Kontur hier halt auch vergrößern. Mhm. Aber wenn er jetzt hier reinguckt, seht er jetzt halt, dass in dem Fall hier Eingang war und jetzt ist es auf der rechten Seite von dem Diff. Genau. So, das Ganze ist noch zweiteilig, muss das später auch zweiteilig sein? Nein. Weiß man nicht, mal gucken, wie sich das so... Ja, die große Frage war, wie lang muss es denn überhaupt werden? Mhm. Ja, das Wichtigste war jetzt für uns und für Philipp zum Anpassen, dass er hier die Flansche reinsetzen kann, schon mal ein Tellerrad mit dem Kegelrad schon mal reinsetzen kann, damit er sieht, okay, sind die Toleranzen drin, sind wir überhaupt im Maß drin, was wir brauchen. Das Ganze wird später, natürlich nicht wie hier jetzt, als Muster aus Plastik gedruckt, sondern aus Alu gefräst. Genau. Könnt ihr irgendwie eine Art, ich sag jetzt mal, Berechnung, Simulation machen, wie das Gehäuse eigentlich aussehen muss? Damit das Ganze auch am Ende hält? Ja. Das geht. Da können wir alles später nochmal drauf eingehen. Ja. Okay. Das heißt, es wird nicht einfach nur, weil das jetzt gerade hier noch ziemlich viereckig aussieht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, das ist jetzt ein viereckiger Klotz, ne? Also hier ging es ja wirklich nur um anzupassen. Nur um die Innenkontur, dass ich mir das schon mal vorstellen kann und das schon mal ein bisschen vergleichen kann, wie das denn ist. Also wir hätten das eigentlich auch gar nicht drucken müssen, es hätte auch am Computer gereicht, aber es ist halt auch für mich ein bisschen schöner und anschaulicher, wenn ich die Sperre wirklich mal da reinwerfen kann und vielleicht sehe, hier müssen wir nochmal aufpassen, wenn das umgedreht ist oder so. Ja. Und das ist einfach nur ein Versuchsträger für uns jetzt. Okay, das heißt, in dem letzten Video haben wir auch so um jedes Gramm gekämpft. Das wird danach wahrscheinlich auch egal sein. Es wird zumindest besser auf jeden Fall. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das in Alu deutlich leichter wird. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, selbst diese Kappen links, rechts, ja, auch Alu. Zwei Gründe, genau, damit die uns mit dem Stahlguss da drin auch nicht festgammeln und halt Gewicht. Ne? Wobei eigentlich ist es ja keine Kappe, sondern es ist ja ein richtiger Lagersitz. Genau. Aber ich denke auch, dass wenn ich mir überlege, dass als Beispiel normalerweise das ganze Getriebe vorne aus Alu ist und das hält genauso. Ne? Es gibt auch Differentiale mit Seitendeckeln aus Alu-Druckguss. Da hast du beim Aufdrehen von den Seitendeckeln, weil die haben aus dem Gewinde, hast du schon das Problem, dass die schon anfangen zu brechen. Die halten so wenig aus, also da sehe ich gar kein Problem. Okay, so, also für euch, worauf ihr euch freuen könnt, grob in diesem Video erstmal besprechen. Jetzt fahren wir gleich zu euch in der Werkstatt rüber. Genau. Scannen einmal den ganzen Unterboden. Ihr habt einen Handscanner dabei. Mhm. Hat man ja immer so dabei. Extra für dich. Weil dann
könnt ihr wirklich den, also das Diff in den Bauraum reinsetzen und wir brauchen das alles auch gar nicht mehr ausmessen per Hand, sondern ihr könnt einfach im Scan gucken, da muss es hin. Genau. Anschließend konstruiert ihr Gehäuse, Halter und so weiter. Mhm. In der Zwischenzeit werden wir auf jeden Fall mal zu Drexler fahren. Genau. Gucken wir uns die Sache mit dem Triebsatz und dem Diff an und dann kommen wir bei euch vorbei, gucken, so was ihr so konstruiert habt. Ja. Dann muss das Ganze irgendwo gefräst werden. Ja. Und dann darf ich zusammenbauen. Du musst jetzt ja noch sagen, wo es hingeht mit dem Design, ne? Mhm, genau, Design, da müssen wir uns auch noch drum kümmern, was man da so machen könnte. Mhm. Und dann kann ich endlich Hackathon fahren. Auf jeden Fall. Weil das müsste dann ja eigentlich eine Lösung sein, jetzt mal realistisch, die man eigentlich gar nicht mehr kaputt kriegt, oder? Gar nicht mehr kaputt kriegen, also, würde ich jetzt nicht sagen, weil man kriegt halt alles irgendwo kaputt, aber in der Regel wird das schon sehr, sehr lange halten. Ja. Ich denke auch, ne? Weil da ist man jetzt ja gerade so, was Wandstärken angeht, kann man natürlich komplett freidrehen. Also ne? Das Gehäuse wird wirklich gar kein Problem werden am Ende, wenn wir das so konstruieren können. Der Radsatz, du hast halt durch diese kurze Übersetzung den Faktor, dass das halt wenig Zähne sind, auf denen das halt alles aufliegt. Das wird alles ziemlich klein und desto kleiner, desto unstabiler wird das. Ne? Wenn wir jetzt eine 293 oder sowas hätten. Aber das ist eine 293? Das ist, ja, das müsste 293 oder 307 oder sowas sein. Das ist halt ein riesengroßes Kegelrad und prinzipiell geht das viel, viel kleiner. Ich weiß, beim letzten Mal hatte ich eine 410er, die ist ja wirklich winzig. Aber der Durchmesser von dem, von dem Tellerrad bleibt ja gleich. Genau, der Durchmesser bleibt gleich. Das wird quasi in der Dicke immer größer, desto kürzer die Übersetzung wird und das wird halt immer kleiner. Immer kleiner, logischerweise, ne? Ja. Okay, ja, aber das wird zwar mit der Zeit irgendwann vielleicht so ein bisschen Pitting kriegen, einlaufen, wie auch immer, ne? Aber wenn der Radsatz in dem Extrembetrieb, ich sag mal 15.000, 20.000 Kilometer hält, dann ist das bei dir ja auch eine ganz schön lange Zeit. Und wenn man den dann neu machen muss, dann ist das ja auch überschaubar noch. Klar, so ein Radsatz ist auch nicht umsonst, ja, aber das ist ja auch keine normale Straßenanwendung mehr, sondern es ist ja im Prinzip eine Motorsportanwendung. Aber wenn du dir im Vergleich dazu den Originalen anguckst, Der würde definitiv öfter kaputt gehen. Wird das schon ein paar Monate, Jahre länger halten hier, ne? Ich glaube auch. Also wenn du jetzt nicht wirklich immer Heckantrieb und riesen Terror machst, dann wird das so funktionieren. Das heißt, den aber kaputt kriegen... Ja. Ja, man kriegt alles kaputt. Mal gucken, was man noch so mit dem Auto machen könnte. Das fallen ein paar Ideen ein. Das heißt, der hintere Deckel wird auch komplett konstruiert und auch gefräst. Muss in dem Fall ja sogar, weil wir ja die Außenkontur nicht übernehmen können. Weil wir brauchen ja hier den Platz. Wir haben ja eigentlich hier die hohe Stelle gebaut und hier die hohe Stelle. Ja. Deswegen müssen das heißt, man könnte höchstens das Gehäuse auf der Seite dann flacher machen wieder. Ja, das macht sogar Sinn, weil da kannst du ja auch Gewicht sparen, was dir entgegenkommt. Es ergibt sich ja auch aus dem Scan vom Bauraum. Da werden wir ja auch sehen, wie nah wir an die Karosse können oder überhaupt, wo wir am besten hinarbeiten. Ne? Ja, ist eigentlich witzig, dass alles, was wir bisher gemacht haben, dagegen eigentlich Kindergarten war und umsonst war. Ja, aber es macht auch Spaß. Also ich hab jetzt schon mehr Spaß daran als an der anderen Lösung. Aber wir basteln ja gerne. Nach dem kurzen Schockmoment ist jetzt wieder alles gut. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal rüber. Genau. So, wir sind mal wieder bei Steven unter dem RS4 und gucken uns das Ganze nochmal an. Jetzt muss David erstmal einmal erzählen, was du jetzt hier gleich überhaupt vorbereitet hast, machst und so weiter. Ja, wir haben hier quasi einen mobilen Scanner. Mit dem wir ja halt jede Oberfläche abscannen können, egal wie der Bauraum aussieht. Ich zeig dir das mal am besten hier. Das ist halt so ein Handscanner. Mhm. Und der misst halt bis auf 0,025 Genauigkeit. Ja, also. Was genau macht der? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Der schmeißt ein Licht und das Reflektierende misst der und erstellt ein Punktemuster. Genau. Okay. Ja, also der kann halt jeden Bauraum ausmessen, also Tiefenhöhen etc. Ja? Klingt für mich nach einer exorbitant großen Datei, die wir gleich hier erstellen werden, auf jeden Fall. Das wird mächtig, ja. Okay. Also du hast mehrere Modis. Du kannst halt, es gibt einen industriellen Scan, das wird aber auf einem Drehteller gemacht, da ist die beste Genauigkeit gegeben. Dann gibt es noch eine Texturkamera, ja, damit kannst du auch scannen. Ist aber dann der Datensatz noch viel, viel größer. Brauchen wie viele Gigabyte reden wir da? Oh, das geht beim. Wie viel hatten wir beim letzten Bauraumscan vom E46? Der ganze Unterboden waren über 2 GB. Über 2, ja. Das ist schon. Das zu verarbeiten auf einem Rechner ist schon eine harte Nuss, ne? René lacht jetzt gerade, aber. So Videomaterial ist ja auch immer schon krass. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass das eine Datei ist, die braucht schon Power. Ja, ja, klar. Das HD-Programm muss es halt hergeben, ne? Das zu verarbeiten. Okay. Das heißt, ihr seht auf jeden Fall gleich, wie das Ganze scannen wird. Das wird natürlich relativ, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen langweilig sein, aber viel wird es ja nicht zu sehen geben. Viel interessanter wird das sein, was wir dann bei euch machen, dass man wirklich in den Bauraum das alles reinkonstruiert, sich anguckt und so weiter. Ne? Ja.
So, okay, das heißt, wir gehen eher nochmal zu unserem gedruckten Teil über und halten das einfach mal rein. Ja, ja, als allererstes. So, passt, können wir nehmen. Der Besen geht durch. So, das hier ist unsere Radmitte, die schieben wir da einfach mal so provisorisch rein. Und auch das sieht wieder... Man darf sich jetzt nicht täuschen lassen, das Tellerrad guckt hier ganz schön weit raus. Genau. Also das Diff ist definitiv... Es guckt noch so 2 cm ungefähr da raus. Ah genau, das heißt, so muss es mindestens sitzen, ne? Nee, eigentlich können wir sogar noch was machen. Weil das Tellerrad, das ist okay. Ja auch gewölbt, ne? Mhm. Also wir kommen schon, bis hierhin kommen wir auf jeden Fall. Mhm. Mhm. So, jetzt müssen wir einmal gucken mit der Flucht von der Kardamille. Kannst du da mal so die Kamera reinhalten und durch das Loch nach vorne filmen? Das wäre cool. Also das geht nicht wegen dem Mikrofon. Ja. Oh, okay, aber ich sehe zumindest das Getriebe, somit kann es schon mal gar nicht so schlecht sein. Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt auch sagen, optisch ist das nicht viel, ne? Das sind vielleicht 5 cm? Wir können aber auch noch ein Stück darüber sogar, glaube ich. Also ich würde sagen, optisch sind es vielleicht 5 cm, von denen wir reden, oder? Dass jetzt gerade das Diff weiter links sitzt. Ich glaube noch nicht mal. Eigentlich, du bist in einer Superflucht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Ja. Das vorher saß es, dadurch, dass der Getriebeausgang ja zu der Seite versetzt ist, sind wir ja eigentlich auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite wieder. Mhm. Also das geht. Mhm. Hast du, wir könnten eigentlich mal mit einem Bordband einfach mal rüberziehen. Also gefühlt ist tatsächlich so, dass das gespiegelte Diff hier auf jeden Fall besser reingeht. Ja. So, ne? Klar, vielleicht, weil es halt original so oben auch war. Das sollte von Anfang an einfach so sein. Ja. Manchmal ist das so. Das war einfach Lehrgeld für uns. Ja. Wir sollten einfach mal wieder... Manchmal muss man einfach übertreiben, damit das toll wird. Na, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht eigentlich ganz okay aus. Dann sag ich, ein bisschen links ist es, ne? Ja, du könntest aber ja nach links. Du kannst noch ein bisschen rüber, ne? Hast du ja, noch mehr? Jetzt dockst du hier zwar an. Ja, aber so ein bisschen... So ein bisschen... Das passt schon. Ich denke auch. Theoretisch können wir ja das bis vorne jetzt gleich durchscannen. Ja. Und sehen dann später eh alles, wie viel Versatz das ist, nicht Versatz ist, wie auch immer. Ne? Wir können ja immer noch am Differential, wir haben ja hier den ganzen Bauraum abgescannt. Mhm. Das heißt, wir können Konturen jeglicher Art in das Differential reinkonstruieren, sodass sich das wirklich perfekt im Bauraum anpasst. Theoretisch können wir hier ja Platz sparen. Mhm. Die ganze genau. Ecke, die brauche ich ja gar nicht. Das ist ja toter Raum. Das ist ja noch weiter nach hier wandert. Genau, ne? Genau. Weil hier habe ich den Platz ja. Wenn ich noch ein Stück nach hinten gehe, dann habe ich hier hinten ja den Platz. Ja. Und hier vorne kann ich Platz sparen. Nee, das geht. Okay, dann jetzt müssten wir theoretisch wieder die Antriebswellen ausmessen. Das ist natürlich auch hinfällig erstmal. Dafür müssten wir jetzt erstmal die Position definieren. Genau. Jetzt ist natürlich der Vorteil, dass ihr jetzt das, ich sag jetzt mal, das eigentliche Gehäuse schon passend zu dem Halter konstruieren könnt. Weil ihr erinnert euch, ihr müsst ja noch so quer an Halter ran, wo das Getriebe reingeschraubt wird. Und vordere Halter ist halt auch noch so ein Punkt. Das, ja. Das Differential muss ja nach vorne hin auch noch irgendwie... abgestützt werden, original, ist da. Wird das hier und hier verschraubt, weil das ja dieses längliche Differential ist. So. Jetzt immer das Beste, wenn man die Originalaufnahmen nimmt, ist halt anwenderfreundlich. Ja. Ja. Plug and Play ist immer die beste Lösung. Plug and Play, gefrästet, Billet Diff hinten an ja. RS4. Bieten wir dann an, kann jeder bei mir bestellen. In Peep Design. So, und okay. Ja, ich glaube, alles Weitere ist auf jeden Fall einfacher, wenn wir es später... am Rechner machen, kann man sich jetzt, glaube ich, viel cooler vorstellen. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne einmal sehen, wie das hier so gescannt wird. Ja, ja. Wir sprühen das jetzt noch ein mit so einem speziellen Kontrastmittel. Mhm. Das verflüchtigt sich nachher auch von alleine. Das kannst du, egal wo drauf, auf Sitze, Ledersitze, Alcantara. Obwohl, Alcantara habe ich jetzt noch nicht probiert. Pullover. Pullover. Ist es weg, ist oder? Ist weg, ja. Ist weg, ja. Das verflüchtigt sich so nach 20 Minuten von alleine und dann ist alles wieder beim Alten. Muss alles eingesprüht werden oder nur bestimmte Stellen? Am liebsten alles. Alles, okay. Ja. Umso mehr Datensätze kriegen wir. Es ist immer, beim Scannen ist das Problem, glänzende Sachen, was sich spiegelt, funktioniert ganz schlecht. Deswegen sprühen wir eigentlich alles mit dem Zeug ein. Mhm. Ja. Dadurch hast du halt jegliche Kontur, jegliche Tiefe, jegliche Höhe drin. Ich überlege gerade schon, wenn wir eh schon am Scannen sind, was man noch so scannen könnte. Das ganz für die Zukunft. Alles, Porträt, egal was. Ah, okay. Schönen Ananas-Shake für René. Nee, Protein-Shake war das, ne? Genau. Ich hab mal einmal nochmal drüber. Findet ihr was? Ja, im Hand-Scan weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht probiert. Troy? Es ist zwar alles sehr matt, mal gucken.
Ja, ein bisschen. Oh, hallo. Ja, du siehst jetzt ganz gut, wie die Laser hier auf der Unterbodengruppe aktiv arbeiten. Das heißt, er scannt jetzt gerade die viereckige Fläche nur? Genau. Okay. Die Fläche scannt er ab, ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein QR-Code, also. Genau, ja. Aber ja, man unterschätzt das. Man denkt, man muss wirklich ganz, ganz langsam scannen, aber das Ding nimmt Daten auf echt in einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit. Musst du einen bestimmten Abstand haben? Ja, das muss einer. Das siehst du auch in der Skala hier. Also das ist im Programm hier alles ersichtlich. Wenn ich jetzt weit weg bin, klar wird das alles größer. Du siehst halt, ne? Der sagt mir hier, ob ich hier im genauen okay. Bereich drin bin. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel auf so eine Dose gerade drauf hältst, sieht man die nicht sofort? Ja, du siehst da die. Aber das, mit dem Spray sieht das alles jetzt gleich ganz, ganz anders aus, ja. Sprayen wir mal ein bisschen, ne? Yes, sir. Bis wohin wollten wir jetzt scannen? Also im Idealfall nehmen wir die Punkte hier sogar mit. Von, aber das, es gibt doch kein Mittellager mehr, oder? Ja, ich würde es... Nachher sagt auf einmal der Kardanwellenhersteller, wir brauchen Mittellager. Genau, doch. Ja. Genau, entweder für den Fall ja. Und wir haben dann hier nochmal genau die Flucht, weil ja, hier ist jetzt ja ziemlich safe in der Mitte. Nehmen wir das mit. Yes, sir. Ist die Farbe entscheidend für ja den Scan oder nur damit du weißt, wo du schon gesprüht hast? Nee, nee. Also weiß matt ist das Liebste für den Scanner. Okay. Gut. Schauen wir mal. Disco-Beleuchtung mit Nebel. Wie in den 90er. So, jetzt siehst du in der Vorschau halt die Unterbodengruppe, ne? Mhm. Wesentlich deutlicher. Mhm. Und er speichert jetzt gerade schon die ganze Zeit? Nee, er speichert, okay. Das ist nur die Vorschau. Nur Vorschau, okay. Genau. Und jetzt sehe ich, okay, da ist genug Kontrastmittel drauf und jetzt können wir den Start vom Scannen machen. Und musst du den dann auch wahrscheinlich in einem Stück machen? Dass er halt... Am besten. Das so, oder baut er sich das selber nee, zusammen? Der weiß schon ganz genau, wo seine Referenzpunkte sind durch die Form der... Das erkennt er selber, okay. Das erkennt also er selber, nicht, ja, ja. Okay. Genau. Weil ich habe das auch schon mal beim Scannen gesehen, dass man selber noch Referenzpunkte hingeklebt hat, dass das immer wieder... Können wir auch machen. Mhm. Haben wir auch dabei. Im Notfall ist das eine Lösung. Mhm. Ja, guck, hier sieht man es jetzt halt. Genau. Du siehst halt die Kabelzüge. Hier siehst du richtig die Handbremsseile. Je nachdem. Siehst du, wenn er das Tracking verliert, dann meldet er das direkt. Und sobald er einen Referenzpunkt wieder zurückkommt, wo er war, weiß er genau wieder, wo er ansetzen soll. Mhm. Ja, da sind die Originalhalter. Jetzt. Das siehst du da, wie die, ja, ja, die drei ja Punkte. Ja, die sind wichtig, ja. Das sind. Noch mit der Einstellung, mit der Helligkeit ein bisschen mhm variieren, je nachdem wie hell es ist. Ich ziehe jetzt einmal durch bis hinten. Mhm. Nehmt ihr das mit, Simon? Ja. Das mit, ja. Bis jetzt, ja. Okay, jetzt sind wir bis an der Achse. Das ist wichtig, auch gerne noch hinten die... genau, ja, perfekt. Die Mulde habe ich übrigens nicht mehr. Glaub, ist aber nicht schlimm. Keine Reserve ist aber nicht schlimm, weil es wird genug geben, die, wo sie noch drin ist. Warte. Aber läuft doch recht flüssig und schnell und so, ne? Ja, ja. Ja gut, cool. Der Rechner hat eine saubere Leistung, den der haben wir ein bisschen Power gepimpt. Ah, Chip-Tuning. Genau. Das ist, jetzt gehe ich zu einem Referenzpunkt, wenn das Tracking verloren hat. Mhm. Guck mal, wichtig ist auch noch hier rechts, ne? Ja. Ja, ja. Ich will erstmal hier. Ja. Ja, so wird halt aus so einem normalen Tuning dann halt richtig Engineering, ne? Ja. Das ist ein bisschen was anderes als einfach in der Garage
sich mal ein paar Halter aus dem Flachstahl zu bauen und einen Lüfter da reinzuhängen. Ne? Absolut. Ja, du hast halt, das Schöne ist der Arbeitsablauf. Ne? Du hast halt nicht mehr 15 Schritte, sondern nur noch 5 Arbeitsschritte. Ja, ja. Und kannst natürlich auch wesentlich schneller abliefern. Dieses Scannen ist auch extrem im Kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also ich habe da jetzt ganz viele Projekte so gesehen, egal ob es Außenkarosserieteile ist oder jetzt solche Sachen, ja. Da wird schon viel gemacht mit. Ja, ist ein Hype wie im 3D-Druck, ne? Mhm. Quasi. So, jetzt haben wir den Halter drauf. Ja, das ist gut, den auf der anderen Seite. Den Querlenker. Komm mal rum hier. Hier sieht man jetzt so richtig schon ganz gut hochauflösend eigentlich so, ne? Ja. Selbst so in der Vorschau schon. Echt gut, ja. Verschraubung, Querlenker, Handbremsseil. Jeder B5-Fahrer wird das jetzt sofort erkennen. Da ist übrigens der Anschnallgurt fest. Tank. Und andere Seite der Halter. Genau, der ist Punkt, der ist wichtig. Kommt jetzt irgendwann, könnte jetzt irgendwann der Punkt kommen, wo das Ding einfach sagt, ich sag jetzt mal Cache voll, wir haben keinen Speicher mehr? Nein. Das geht. Das geht. Hier haben wir jetzt die Achse. Genau da wird später das Diff drin sitzen. Ja, genau, das kann ich die Achse suchen. Ja. Hier sehen wir unseren Besenstiel. Der ist wichtig. Referenz. Für die Antriebswellen, ne? Mhm. Besenschied ist drauf, ja. Und was müsst ihr jetzt mit den Daten noch machen, um da dann später rein zu konstruieren und so weiter? Kann man die direkt so nehmen oder musst du jetzt auch Bezugspunkte setzen und das Ganze nochmal aufarbeiten? Das kann euch Simon am besten erklären. Okay. Also wir konstruieren tatsächlich darum rum. Also wir können nicht auf den Flächen selber, die können wir nicht anpacken. Das ist praktisch nur eine Punktewolke. Und wir nehmen uns diese Datei praktisch nur als Außenhülle, als Kontur. Und machen dann darauf eine richtige Konstruktion. Okay. Das ist im Prinzip wie Abhausen. Mhm. Mehr oder weniger wie Abhausen im 3D. Mhm. Das bedeutet, ich schiebe mein Bauteil oder meine Punktewolke so rum, dass ich immer bestimmte gerade Konturen habe, die ich dann einfach abzeichnen kann. Mhm. Dann verschiebe ich das Ganze, drehe das Ganze und dann bildet sich da praktisch ein 3D-Zeichen aus. Klingt aufwendig. Also das klingt jetzt nicht so, dass das so ist, zack, Diff rein. Nee, leider nicht. Nee, gar nicht. Ja, ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall auch so interessant, dass wir da auf jeden Fall dann ein eigenes Video rausmachen im nächsten Teil. Mhm, sehr gerne. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Mega interessant. Auch noch nicht gesehen sowas. Danke. Ich freue mich auf den nächsten Teil, wo wir dann in die Konstruktion einsteigen. Mhm. Dann Simulation, dass das Gehäuse am Ende auch hält und so weiter. Mhm. Ne? Und dann geht's in die Fertigung und so weiter. Ja, praktisch. Ein Schritt nach dem anderen. Falls Interesse geweckt, wir blenden hier noch mal einmal kurz den Instagram-Account ein. Dann könnt ihr dann nicht mal gucken, was die Jungs noch so treiben. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.